Essen vertreibt den Hunger und Lesen vertreibt die Dummheit. Chinesische Weisheit. Eine Teilnehmerin, 42 Jahre alt, schrieb 2007 im Online-Seminar: Wenn ich abends nur wenig gegessen habe, habe ich morgens kaum Hunger. Andersrum könnte ich morgens ein halbes Schwein auf Toast frühstücken, wenn es abends viel zu essen gab. Gibt es dafür eigentlich eine physiologische Erklärung? Der Körper stellt zwischen 22 und 23 Uhr seine Verdauungsarbeit auf Standby-Modus. Der Organismus hat eine ganze Menge an Reparaturarbeit vor sich. Schließlich ist er den ganzen Tag am Arbeit gewesen. Es ist dir vielleicht aufgefallen, wenn man abends ins Bett geht, dann hängen die Augenlider auf 7:30. Die Falten sind tiefer, der Gang ist schleppend. Die Knochen tun weh, die Augen schmerzen und man will nur seine Ruhe und sich in seine Kiste kuscheln. Wir haben den Körper den ganzen Tag über eine Menge abverlangt, nicht wahr? Am nächsten Morgen sind allerdings all diese Beschwerden und Unpässlichkeiten wie weggezaubert. Die Haut ist wieder glatt, die Augenringe nicht mehr da, die Energietanks wieder voll. Man macht sich diese Tatsache gar nicht so sehr bewusst, aber diese ganze Arbeit leistet dein Körper ohne Murren und Knurren, ohne Anweisungen und ohne dein bewusstes Zutun. Wenn wir schlafen gehen, fängt die Lade- und Reparaturschicht unseres Organismus erst richtig an. Darum, je besser man geschlafen hat, desto mehr Ruhe hatte der Organismus, um sich wieder herzustellen, aufzuladen und auf den neuen Lebenstag vorzubereiten. Da die Verdauungsarbeit immense Energie bedarf, wird sie über Nacht größtenteils eingestellt. Darum ist es so belastend, spät nachts zu essen. Die Energie, die wir während des Tages in Form von Nahrung aufgenommen haben, sollte bereits vorverdaut sein, wenn wir schlafen gehen. Denn sie wird über Nacht in den Muskeln und der Leber als Speicherzucker eingelagert. Erst gegen 4 Uhr morgens springen die Verdauungsorgane wieder an. Wenn man aufwacht, hat man vielleicht keinen Hunger, weil der Körper aus den Reserven zu schöpfen beginnt, die er über Nacht aufgebaut hat. Es kommt immer nur darauf an, wie viel oder wenig man am Vortag gegessen hat. In der Regel bekommt man circa eine Stunde bis spätestens 3 Stunden nach dem Aufwachen körperlichen Hunger. Wenn man sehr spät abends gegessen hat, weil man eingeladen oder tanzen war, hatte die Nahrung jedoch nicht genug Zeit, vor dem Schlaf den Magen zu verlassen. Dann ist es völlig normal, wenn man erst am späten Nachmittag oder am Abend des folgenden Tages Hunger bekommt. Anfangs hat es mich verwundert, aber jetzt ist es selbstverständlich für mich. Wenn man jedoch spät abends ab ca. 22 bis 23 Uhr sehr viel isst und noch unverdauter Dinge schlafen geht, bleibt der Mageninhalt über Nacht im Magen liegen. Was drin ist, gärt vor sich hin. Wenn die Verdauung um 4 Uhr morgens wieder anfährt und dann noch viel im Magen ist, wird es jetzt erst weiter verdaut. Das heißt, das Verdauungsfeuer wird richtig entfacht. Alle Verdauungssäfte und Enzyme müssen schleunigst dafür sorgen, dass der Magen leer geräumt wird. Wenn man dann um 7 oder 8 Uhr erwacht, hat man einen leeren Magen und ein mechanischer Nachschubbedarf wird signalisiert, der durch den Dehnungsreiz der späten Speise und die nun volle Aktivität der Verdauungsenzyme ausgelöste Hunger ist dennoch kein Brennstoffbedarf des Körpers. Ohne Essen stirbst du, aber das viele Essen verkürzt das Leben, ein Spruch aus Malta. Eine gute Strategie in diesem Fall, wenn der Dehnungsreizhunger aufkommt, etwas Warmes zu trinken, um den Magen zu füllen und gleich danach den Tag aktiv zu starten. Denn man weiß, man kann eigentlich keinen wirklichen Hunger haben, wenn man erst vor wenigen Stunden so viel gegessen hat und keine Gelegenheit hatte, diese aufgenommene Energie in Leistung umzusetzen. Hier ist also Köpfchen gefragt. Wenn man jetzt eine Tee oder Kaffee trinkt, verstummt das unechte Hungersignal.
Der Körper merkt schnell, dass er die gespeicherten Energiereserven in der Leber und den Muskeln anzapfen kann, stellt das Hungersignal ab und bedient sich zuerst an den vollen Speichern. Der wahre körperliche Brennstoffbedarf kommt dann später in angemessener Weise. Ein spätes Essen kurz vor dem Einschlafen belastet den Körper. Wenn es ab und zu mal passiert, kann der Organismus noch gut damit umgehen. Doch auf Dauer gibt es bessere Essgewohnheiten. Mitternachtsimbisse sind nichts anderes als reine Angewohnheit, die nichts anderes kann, als dick zu machen. Der Körper ist einfach nicht darauf vorbereitet, in der Nacht zu verdauen. Wenn man sich angewöhnt hat, nachts, wenn man aufwacht, zu essen, anstatt weiter zu schlafen, setzt es an. Nachts zu essen ist sehr energieraubend und es ist nicht wert, weiter als Gewohnheit im Leben erhalten zu werden. Der Preis dafür ist viel zu hoch. William Shakespeare sagte: Was ist der Mensch, wenn seine Zeit gewinnt? Sein höchstes Gut nur Schlaf und Essen ist, ein Vieh, nichts weiter. Eine 45-jährige Teilnehmerin aus dem Online-Seminar 2007 schrieb: Das Seminar ist weiter und weiter gegangen und ich trete hier auf der Stelle und kriege noch nicht mal meine Essenszeiten in den Griff. Ich hätte nie gedacht, dass mich so eine Kleinigkeit völlig aus der Spur bringt. Aber das ist genau der Punkt, an dem ich die letzten Wochen jeden Tag gescheitert bin. Tagsüber geht es alles recht gut und ich schaffe es gut, auf meinen Hunger zu hören. Da ich wegen meiner langen Arbeitsnächte morgens länger schlafe, gibt es so um 13 Uhr ein Frühstück, Mittag. Da kommt auch meine Tochter aus der Schule vorher, eventuell nur einen Apfel oder anderes Obst. Abends, so um 19 oder 20 Uhr, esse ich dann mit meiner Tochter zusammen ein warmes Essen. Soweit alles kein Problem. Nur ab 21 Uhr sitze ich dann wieder an meinem Schreibtisch, um zu arbeiten, und dann geht es los. Kekse, Joghurt, Müsli, Schoko und weiß was ich noch alles. Die Nacht ist ja lang genug und vor 1 Uhr oder 2 Uhr nachts bin ich selten mit meiner Arbeit fertig. Meine übliche Nachtschicht. Jeden Tag endet für mich dadurch frustrierend, weil ich esse, ohne Hunger zu haben und es nicht schaffe, dagegen anzukommen. Jeden Abend dasselbe Spiel. Nur ein Stückchen Schokolade für den Genuss und schwupp landet danach noch eine Packung Kekse in meinen Mund. Ich muss arbeiten und kann weder ein Buch lesen, noch spazieren gehen, noch sonst etwas. Ich muss und will hier sitzen und meine Arbeit machen, die mir übrigens auch Spaß macht. Nur was mache ich mit diesen Fressanfällen? Bisher habe ich sie mir nicht verboten und das Ganze nur beobachtet. Nur es ändert sich nichts. Ist die Zeit von 19 Uhr Abendessen bis zum Arbeitsschluss um 1 Uhr zu lang? Sollte ich noch eine kleine Mahlzeit einplanen, anstatt planlos irgendetwas aus dem Kühlschrank zu holen? Wann? Um 23 Uhr? Ist doch irgendwie zu spät zum Essen, oder? Ich denke, das verdaut sich dann auch schlecht. Andererseits ist mein Tagesablauf eben nicht um 23 Uhr vorbei, denn muss ich doch auch irgendwie Rechnung tragen. Also, warum tue ich mir das an? Weil es noch blöder ist, hier zu sitzen und diese Lust auf Süßes und Fettiges auszuhalten und ich sonst in meine Tastatur beißen würde? Kindermund. Apropos Kekse. Mein Papa ist ein Spekulatius. Der verdient ganz viel Geld an der Börse. Natürlich ist dein Körperrhythmus umgestellt. Wenn du schon lange so lebst, hat sich deine innere Uhr auch darauf eingestellt. Du stehst vermutlich zwischen 10 und 11 Uhr auf und frühstückst circa 2 bis 3 Stunden später, so gegen 13 Uhr, stimmt's? Also ist es, als ob du als Normalzeitarbeitende um 6 Uhr aufstehst und um 9 Uhr frühstückst. Dann kommt eine Zwischenmahlzeit aus Obst oder eine andere Kleinigkeit. Super und sehr wichtig, weiter beibehalten. Um 19 Uhr findet bei dir die Hauptmahlzeit statt. Es ist wie ein Mittagessen um 15 Uhr bei einem Normalzeitarbeitenden, übertragen gesehen. Nun, wenn du danach nichts mehr essen möchtest oder solltest, dann ist es, als ob du ein Dinner-Cancelling-Diät machst. Wenn ich persönlich morgens frühstücke und um 15, 16 Uhr zu Mittag esse, dann benötige ich um 20 Uhr mein Abendbrot.
Denn dann kommt bei mir, wie bei jedem lebenden Menschen, der Leistung erbringt, der Hunger nach Brennstoff. Man hat ja schließlich Energie verbraucht. Eine persönliche Abendbrotzeit wäre also gegen Mitternacht, was übertragen gesehen das Abendbrot um 19 Uhr bei einem Normalzeitarbeitenden entspricht. Du kannst dann tatsächlich etwas zu Abend essen. Das ist völlig legitim und sogar angezeigt, sonst hungerst du. Die Gewohnheit, neben der Arbeit zu naschen, wird sich verlieren, weil du weißt, dass spätestens 4 Stunden nach dem gemeinsamen Essen mit deinem Kind dein Abendbrot folgt. Es ist immer noch 1 bis 2 Stunden vor deinem Schlaf und belastet nicht so sehr. Es ist für dich als Nachtarbeitende äußerst wichtig, jeden Tag für mindestens 20 Minuten draußen spazieren zu gehen, auch wenn es bewölkt ist. Der Organismus braucht diese natürliche Lichteinstrahlung.